Die Anreise nach Lahnstein ist zwar nicht besonders weit, aber je nach Wetterverhältnissen wird die Fahrt auf der B49 über die Ausläufer des Westerwaldes manchmal richtig spannend. Zumal man vor Lahnstein im Winter über eisige Höhen kommen muss. Wehe dem, der ohne Winterreifen fährt. Da kommt ein kurzes Päuschen am Rheinufer gerade recht, bevor man zu den heiligen Hallen der Modellbahn tappt. Kaum ist man nach kurzer Orientierung die erste Treppe aufgestiegen, kommt man auf die Zwischenebene mit dem markanten Teppichboden. Hier wird man von der Schaukastenanlage im Maßstab 1:32 von Martin Gnaden erwartet. Über die Entstehung der Anlage kann man im MIBA Spezial 112 nachlesen. Beim Marcel Ackles Feldbahndioramen heißt es Augen auf. Hier kann der geneigte Modellbahner oder Modellbauer lernen. Natürlich nur, wenn er die richtigen Fragen stellt.
Hier bin ich mir leider nicht mehr sicher, ob die Anlage von den polnischen Modulbaufreunden erbaut wurde. Das ist aber die gerechte Strafe, wenn man Filme nicht zeitnah in der Schneidewerkstatt bearbeitet. Bei Rick Martens hingegen habe ich mich nicht vertan. Seine Person ist mir noch sehr präsent durch seine Tutorials über die Verwendung von Carton Blüm im Modellbau. Man muss nicht unbedingt Niederländisch verstehen können, die Bilder und Taten der Videos sprechen für sich. Allerdings ist es schwierig, die Bezugsquellen für das Material in Deutschland herauszufinden. Die Granitwände zum Beispiel sind aus diesem Material entstanden. Im Seitengang auf dem ersten Stock war dieser hübsche Schrottplatz zu bewundern. Nein, es ist nicht der Schrottplatz von Bender. Für Laien sei gesagt, Bender ist der größte Schrottverwerter der Deutschen Bahn. Die Anlagen, die dort in diesem Seitengang stehen, haben bei gutem Wetter den großen Vorteil einer natürlichen Beleuchtung. Hier bin ich mir ganz sicher, Polen. Denn die Lokomotive trägt die Aufschrift PKP. Thank you.
Hier ein weiteres Schaustück aus der Schweiz. Eine Kleinstanlage, die eine fiktive Vulkaninsel mit Eisenbahn drumherum darstellt. Das abgebaute Material scheint sehr wertvoll zu sein, da es zum Weitertransport auf ein U-Boot verladen wird. Wunderbar. Patrice Hamm, der Modellbaukünstler aus dem Elsass, hat Motive einer Schmalspurbahn mitgebracht. Wer das Elsass bereist, wird die meisten der dargestellten Häuser wiederfinden. Er muss nur die Augen aufmachen. Patrice weist es von sich, wenn man ihn Künstler nennt. Er sagt, es ist reines Handwerk. Aber ein Künstler, der sein Handwerk nicht gelernt hat, wird niemals ein Künstler sein, höchstens ein Lebenskünstler. Das Modell der Malbergbahn ist zum steten Begleiter der Lahnsteiner Modellbahntage geworden. Fast könnte man die Anlage als historisch bezeichnen. Wer das Original besichtigt, dem kommen unweigerlich Tränen ob des fortschreitenden Zerfalls ins Auge. YouTube-Filme bezeichnen solche Plätze zu Recht als Lost Places. Die Anlage St. Paul des Schweizers Michael Kohler versetzt den Betrachter in das beschauliche Landleben Frankreichs. Thank you.
Die Anlage des Niederländers Paul Schräpen holt einen wieder zurück in die Gegenwart mit Hauptstreckenbetrieb. Eine Anlage nach dem Geschmack der meisten Besucher, die Züge fahren sehen wollen. Den Filmer stellt das manchmal vor echte Herausforderungen, wenn sich ein Kopf oder eine Kamera ins Bild schiebt. Nicht jeder kann im Stile des Eisenbahn-Romantik-Teams Anlagen für die Aufnahmen filmgerecht absperren lassen. Aber so ist nun mal das pralle Leben.